Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und No Items Challenge. GG. Mit den Portal-Charakteren, No Items Challenge. Falls ihr das erste nicht gesehen habt, mit den Fusion-Charakteren, schaut es euch an. Schaut es euch einfach an. Genießt es. Aber jetzt sind wir mit den Portal-Charakteren hier. No Items Challenge, was heißt das? Keine Items, Boss Rush 5. Damit ihr mal seht, wie das mit den Portal-Charakteren funktioniert, beziehungsweise wolltet ihr es sehen. Und ich wollte im Ganzen ein bisschen Schmackes gehen, weil ich mir sicher bin, mit einem vollständigen Fusion- oder Portal-Team schafft ihr das easy. Deswegen wollte ich hier mal ohne Items rangehen. Mit den Portal-Charakteren habe ich sehr, sehr gute Zuversicht. Ich denke, wir werden das es schaffen. Easy schaffen, mit wenig Problem. Team an sich bei mir individuell stärker. Und ich sag euch mal was, MVP. MVP wird Kefler. Fällt gerade auf meine Worte. Unser Girl Kefler wird hier unser MVP an der Stelle. Weil euch das Ganze bis jetzt gefallen hat, die Idee dahinter, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, klickt auf den Abo-Button, damit ihr nichts verpasst in Zukunft. Und joint den Hashtag OCFighter. Aber so viel dazu. So. Ja, Potara-Team. Ich habe keine Bedenken, Potara-Team. Wir haben hier Overalls. Wir haben hier nicht nur Damage, wir haben Tankiness, wir haben Healer, wir haben Dodger, wir haben Konter, wir haben alles. Wir haben alles. Deswegen finde ich individuell, vor allem bei mir, mein Portal-Team ticken besser als mein Fusion-Team. Aber noch Item Challenge Fusion-Team, schaut es euch an, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Nein, okay. Oh, keine Ulti. GG, da habe ich mich vertippt. Würde ich jetzt mal sagen. Okay, ich will das natürlich auch nicht in die Länge ziehen. Ich will eigentlich Gas geben, so schnell wie möglich das hinter mich bringen. Aber Kefla hat uns. Ich habe gesagt, Kefla wird unser MVP. Sie braucht nicht Orbs. Also sie braucht nicht mit der ersten Ulti oder mit der zweiten, sondern wenn nicht sogar mit der dritten Ulti. Aber ja, mit Typen Nachteil. Ich hätte den anderen angreifen sollen. Okay, ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen konzentrieren, damit ich hier nicht quasi ein bisschen Faxen baue und wir doch nicht dann noch verlieren mit der ganzen Zuversicht. Glaube ich nicht beim Respekt, aber trotzdem. Schauen wir, wie das Ganze hier abläuft. Was gibt es zu meinem Team zu sagen? Es unterscheidet sich mit einem Punkt von dem Team, was ich euch bei dem Showcase vorgestellt habe. Nämlich, wir haben hier Super Vegito statt Tech Vegito als Supporter. Ich wollte keinen Supporter mitnehmen, weil ich hier voll auf Angriff gehen wollte. Boss Rush 5. Ich wollte einfach angreifen ohne Items. Deswegen wollte ich so viel Schaden wie möglich jede Runde machen. Alter, schaut euch mal mein... Was? Wie viel HP habe ich? Oha, 540.000, krass. Ansonsten haben wir auch wie viele L-Charaktere? 3 L-Charaktere mit dem Friend 4. Also ihr merkt schon, das ist auch schon hart. Das ist schon nochmal ein Unterschied, das Team hier, zu meinem Fusion-Team. Aber Freunde, falls ihr euch fragt, LR Vegito, wie dupe ich ihn? Wie dupe ich LR Vegito? LR Vegito oder an sich jeden Vegito, außer Tech Vegito Blue, jeden Vegito, der Konter hat, gebt ihr Crit, weil er Konter hat. Ganz easy, ganz simpel. Und an der Stelle LVG zum Beispiel Level 15 Crit, Level 11 Additional Attack. Und zwar jetzt, unser Girl Kefla, MVP. Ja, Kefla, LVG Blue, lasst ihn in der Rotation, mir Wurst. LVG wird doch eben rausrotiert, auch mir Wurst. Aber ins LVG Level 15 Crit, Level 11 Level 6 Additional Attack, sorry, Level 15 Crit, Level 6 Additional Attack, Level 5 Dodge bekommt er so oder so. Und, physisch, Level 15 Crit, Level 11 Additional Attack, weil er Konter hat. Und Agility auch Level 15 Crit, Level 11 Additional Attack. Den Tech Vegito Blue und den Strength könnt ihr auf Level 20 Crit machen, Level 6 Additional Attack oder Level 15 Additional Attack, Level 11 Crit. Es geht wirklich beides. Warum? Der STR hat auf seinen ersten Ulti Raise Attack und Death, glaube ich, heißt, er stackt das die ganze Zeit, kann das nonstop stacken. Den Tech Vegito Blue würde ich persönlich auf Level 15 Additional Attack gehen, Level 11 Crit. Wegen seiner Passive. Wir wollen ja so schnell wie möglich, so oft wie möglich mit ihm angreifen. Nicht nur ulten, sondern angreifen, damit er seine 150% bekommt. Deswegen würde ich bei ihm Level 15 Additional Attack, Level 11 Crit, wenn ich ehrlich bin. Aber so viel dazu. Ja, warte mal, vielleicht wenn wir das hier bereden dann, und ihr euch fragt, ja, was mit Goku Black Zamasu und so. Goku Black Zamasu, Level 20 Crit, Level 6 Additional Attack. Er muss nicht unbedingt zwingend zweimal ulten, weil er nur seine Death erhöht. Man kann das schön saftig bei ihm auf Crit gehen. Bei Strength Rosé hat er zwar einen Boost für die Villains, wenn er ultet, aber da muss auch nicht unbedingt eine Additional Attack sein. Da würde ich auch Level 20 Crit gehen, Level 6 Additional Attack, um es so zu sagen. Wir haben eine Ulti bekommen, die kratzt uns nicht mal. Goku Black hat die, sollte seine vollen Stacks haben, ich weiß nicht. Mein Goku Black hat ja an der Stelle auch einen Dupe. Schmack ist legit geil. Richtig geil einfach. Und Strength Rose. Das Duo, diese Rotation finde ich 1A. LR Goku Black Rose und Rose. Richtig geil. In der anderen hatte ich gerne LR Vegito Blue mit Kefla. Sie linken sich echt solide, geben sich Shattering Limit, Super Saiyan, Power Best of by God.
Fuse Fighter kommen da auch echt gut zurecht. Und ja, in dem Team durch Elevision raussortieren. Töte mich, schießt auf mich, ich mach's einfach. Weil ich Kefla mag einfach. Und ich finde Kefla und Elevision in einer Rotation finde ich übertrieben nice, um ehrlich zu sein. Um es euch zu demonstrieren, lasse ich mal Kefla ganz links. Und ja, machen wir das Ganze so. Let's go! Natürlich bin ich auch gespannt hier, wie es mit der Zeit sein wird. Es ist an sich braucht man schon lange in diesen in der letzten Boss Rush Stage. An sich braucht man schon lange. Es sind 5 Gegner, es sind 5 schwierige Events. Sie brauchen ihre Zeit. Locker, wir haben bei jedem Event mindestens 4 oder 5 Runden. Deswegen braucht allein das schon seine Zeit. Und nicht jede Runde können wir one-shotten. Das ist halt so. Da muss ich mir ehrlich sein. Aber wir kommen gut hin. Maximal 2 Runden, denke ich, brauche ich für jeden Gegner. Schauen wir mal. Yeah. Hello, Vigito Blue. Gott sei Dank für die Play-Unit. Eskalation pur. Ciao, raus mit dir. Und wir machen direkt weiter. Mit Omega-Challenge hat jetzt kommen. Richtig. Noch Item-Challenge. Ja, wir haben bei Dokamod wieder. Mit Dokamod können wir uns natürlich hin, auch mit der Transformation. Ich bin echt gespannt, ob die Transformation überhaupt triggern wird. Weil im Unterschied zu dem Fusion-Team sind wir in diesem Team so gut wie fast immer um über 50% wegen den Elegoku Black Heal durch seine Passive. Elegoku Black, ihr merkt schon, der ist am Arsch. Der ist legit am Arsch. Geben wir ein bisschen Orbs, kommt auf die Ultra Super Attack und die Konstellation. Die Synergy in diesem Team ist brutal, Mann. Übertrieben geil, jeder kommt aus der Ulti, sogar die Elle-Charaktere kommen gut auf Ultra Super Attack. Das Team ist krank. Wenig Damage, machen viel Schaden, healen sich. Es ist. Deswegen habe ich so, finde ich persönlich einen Ticken besser das Portal-Team statt Fusion-Team, wegen der Synergy. Ich will wirklich nicht die Fusion-Charaktere schlecht oder das Fusion-Team. Es ist ein brutales Team, es sind Spitzencharaktere. Aber da fehlen halt. Wir brauchen mehr Auswahl an Fusion-Charakteren, um ehrlich zu sein. Da hat Portal-Charaktere mehr Auswahl. Individuell auch besseren Auswahl. Naja. Egal, wir machen mal so weiter hier. Tokamot will ich eigentlich nicht triggern. Hätte ich gerne für die nächste Runde. Triggert das nicht? Bitte nicht. Triggert nicht. Perfekt. Haben wir die nächste Runde. Hauen wir dann auch zur Seite. Kefla mit 1 Million Damage. Eine Ulti ist auf jeden Fall gewiss, man hat 2 weitere Additional Attack, die eine Chance haben, eine Ulti zu sein. Bei mir, ihr fehlt nur noch ein Dupe, dann wäre sie auf 100%. Oh my goodness, my girl Kefla. Und auf ihr LL15 Crit LL11 Additional Attack auf jeden Fall, weil sie ja von sich aus selbst schon Additional Attacks macht, deswegen wollen wir eine Crit mitnehmen. Dritte Ulti? Ah, leider nicht. Aber wenn es ein Crit ist, dann ist es auf jeden Fall erledigt. Auch ohne Crit, okay, sorry, dass ich beleidigt habe, Elevision Blue. Okay, Strength Omega Shalom, hier haben wir jetzt einen Dokamo. Nein. GG Dokamo, und sagt, wird auf Rosé fallen, ich wollte mit Goku Black und wir müssen leider die Rotation töten, wegen, ja, Omega Shalom. Weil wegen ihm quasi die Rotation, also die Charaktere nicht switchen können. Sie sind, ja, gelockt. GG und danke dafür, du Penner. Egal. Dann wird es Rosé machen. Guck mal, Rosé hat kein Dupe, gar nichts. Ich denke nicht, dass er one-shotten wird. Aber gut, Schaden machen wird. Wenn es ein Crit ist, dann kommt auf jeden Fall auch besseren Schaden. Gucken wir mal, was hier abgeht mit dem Dokamodoro. Ja, ihr seht schon, wir müssen uns halt nicht healen. Das ist halt das Geile an dem Team. Nicht nur, dass sie tanky sind, nicht nur. Upsa. Zu viel Sharingan benutzt. Meine Sehschwäche lässt nach. Oh my goodness, was war denn das? Oh my god. Darum will ich erstmal einen Trinker. Aber gut, Rosé, was haust du hier raus? Ich hätte so gerne einen Dupe für Rosé. Falls ich frage, wann wieder mal ein Rosé kommt in den Banner, wissen wir leider nicht. In JP kann man nicht, also kann ich nicht viel zu sagen. Ich hoffe aber demnächst, wäre geil. Also in JP zumindest. Naja, Goku Black wird leider rausrotiert. Verabschiedet sich aber mit einem Crit. Dankeschön dafür und Adi. Und jetzt kommen wir zur Omega-Schallung. Letzte Runde schon. Let's go. Elevich to Blue. Haben wir drin. Bitte nicht gelockt. Oh my goodness. Wir können ihn leider nicht bewegen. Mann. Ich hasse es. Das hasse ich. Dass ich meine Charaktere hier immer nicht bewegen kann. Darf. Müll. Dass wir die Rotation hier kaputt machen. Der Friend hat 2 Dupes. Unser Friend hat 2 Dupes. Also ein Crit wäre willkommen. Machen. Oh mein Gott. 2 Millionen. 2 Millionen Schaden. 2 Millionen Angriffsset, sag ich mal. Final Strategy. Mit einem Crit. Dupe System. Wo sind sie? Bitte aktivieren sie sich.
Kevlar Sud ist so geil. Ich hätte so gern Duck. Ich. Mir wär's, um ehrlich zu sein, wäre es mir lieber, wenn Kevlar Duck ein exklusiver Charakter wäre und nicht so ein Charakter. Auch wenn sie so richtig geil ist. Dokkan exklusiv. Ich hätte gerne Dokkan event mit hier. Ich hoffe, da kommt noch ein zu mir. Das wäre geil. Ich würde es echt feiern. Aber auch so ist sie sehr, sehr gut. Dodges. Elevator Blue, bitte machen Sie Ihren Job. Wir sollten jetzt bei ungefähr 10 Minuten sein. Zeigt mir mein Counter an. Und wir sind erst beim zweiten Gegner. Also, ob wir 20 Minuten schaffen, weiß ich nicht. Allein schon, weil es viele Gegner sind. Was heißt viele? Aber 5 Gegner und die Stages gehen übertrieben lang. Besser. Oh mein Gott, schon wieder. Ich kann meinen Charakter schon wieder nicht bewegen. Müll. Legit Müll. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Ich glaube, die Transformation werden wir heute gar nicht sehen, weil wir sind die ganze Zeit full life. Also mit dem Protara No Item Challenge geht auf jeden Fall fit. Oder habt ihr da Probleme? By the way, ich weiß, ob ihr mitgemacht habt, ich hab's vergessen zu sagen, aber falls ihr mitgemacht habt, wie läuft's bei euch? und ja, also. Items brauchen wir beim Portara-Team nicht zwingend, weil ihr seht schon. Ich sag's zum gefühlt 80.000 Mal, sind aber full life. Sind sie halt, was soll ich sagen? So, 100% super Vedito, was geht bei dir? Hast du schon Crit für uns parat? Wenn nicht, die Konter werden es sicherlich klären. Hat er, perfekt. Dann sind wir auch hier raus und machen weiter mit Ultimate Gohan. Da sind wir mit den Fusion-Charakteren gescheitert, weil wir viele Physisch-Charaktere hatten, weil wir unter 50% waren immer und die Transformation sich nicht getriggert hat, weil wir keine 6 Runden erreicht haben. Und weil wir knapp verloren haben, wegen Gotenks. Ein Crit hätte es sein müssen, dann hätten wir das auch gewonnen. Zumindest die Runde. Aber mit den Jungs hier. Es. Oh nein. Wo ist Elevator Blue in der nächsten Rotation? Okay, dann tun wir Kevlar raus. Wir wollen Kevlar auf jeden Fall zusammen haben mit Elevator Blue. Und ansonsten sollte Rosé hier wieder reinkommen. Dann wäre es cool, dass wir die Rotation wieder hinbekommen. Ein Stack haben wir hier. Thank you. Heißt. Wow. Na, okay, 627.000 nehmen wir an mit einem Stack. Wir brauchen ja 4 Stacks, dann hat er 120% Angriff. Das hat das die Sache bei Goku Black. Er spielt auf Zeit quasi, er braucht schon seine Stacks, so ist nicht, aber macht auch so, schon so ohne Stacks sehr guten Schaden. Wir haben es hier gesehen. Er hatte quasi 0% auf seinen Angriff, hat 600.000 Schaden gemacht. Ja, Ripomio. Der kommt raus für Goku Black, richtig. Yes, dann lassen wir das Ganze mal so hier. Damit wir auch die Rotationen bekommen, hoffentlich richtig bald demnächst. Dankeschön, ciao. Und yes. Gut. Ultimate Gohan hat super Videotypenvorteil. Boah, wenn er da gut konnte, dann konnte er auf jeden Fall sehr gut. Warum habe ich mich für Super Video entschieden, nicht für Physisch Video? Meine Super Video ist auf 100%. Ja, und ich wollte keinen weiteren. Habe ich einen Physischcharakter? Ja, ich wollte keinen weiteren Physischcharakter, sondern Agility-Charakter, damit die ein bisschen Vielfalt haben. Haben wir zum Glück mit Super Gito und der wird uns auf jeden Fall auch was nutzen. Okay, nice. Das hätten wir auch gerne an der Stelle. Wie gesagt, viele Charaktere tun wir in einer Runde rausholen. Ich denke, die letzten nicht. Da brauchen wir 2 Runden. Wenn es schlecht läuft, vielleicht sogar auch mehr. Aber ansonsten, click it, let's go. Ich will nicht über 20 Minuten, wenn ich ehrlich bin. Das ist so eine. Die stelle ich mir selbst, die Challenge, um ehrlich zu sein. Oh, das. Warte mal, wo ist Rosé? Rosé ist raus, der kommt hier rein. Rosé ist rausrotiert, kommt hier rein. Wir machen das dann mal. Machen das so? Ja, machen wir so. Ja. Ja, wir haben Full Life. Auch wenn wir Ulti bekommen sollten, sollte das nicht allzu schmerzhaft sein, hoffentlich. Guck mal, was die Jungs hier machen. Eine Million Schaden haben wir. Der hat halt nur ein Stack bis jetzt, ne? Der kam leider nicht auf seine Stacks. Crit? Nö. Schade. Ja, und ihr merkt schon, Ultimate Gohan Event ist so oder so tanky, der ist richtig tanky. Ist noch nicht sein Maximum, also der Strength wird schon sehr, sehr tanky sein dann. Auf jeden Fall, jetzt habe ich, oh mein Gott. Jetzt habe ich leider, Super Video rausrotiert. Das war vielleicht dumm von mir. Ja, naja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was hier abgeht. Oh Gott. Kevlar hat sehr gute Orbs hier an der Stelle. Unser Elevator auch. Blue. Und der andere Dude auch. Perfekt. Hat mir Glück an der Stelle hier. So, jetzt Jungs, kommen jetzt sie. Was zeigen sie uns? Ein Dodge? Perfekt, nehmen wir an. Ultis mit einem Crit. Wir brauchen auf jeden Fall Crit. Kevlar, komm schon. 1,2 Millionen so. Crit. GG Dupe System. Edition Ulti? Edition Ulti. Aber wir brauchen Crit. Ohne Crit machst du keinen Schaden, Lady. My Lady, machen Sie bitte einen Crit.
Danke, Duke System. Aber Elevator Blue, komm. Fäuste den weg. Mehr ist mit dir. Oh, kein Crit. Geh. Oh, eine Ulti. Ich finde Ultimate Grand brutal geil. Ich hätte ihn gern. Er kommt wieder mit Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Da will ich ihn auf jeden Fall ziehen. Resetting Team, ich auch gespannt, was da abgeht bei mir. Wird auf jeden Fall sehr viel abgehen. Aber auch dann für die kommenden neuen Stages, Super Battle Road. Natürlich brauche ich dann den Leader. Ihn hätte ich echt gerne, Ultimate Gohan. Wird im Evolution Vegeta Banner sein, zusammen mit Jiren, wie gesagt, auch noch. Sollte kommen im Zeitraum September, Oktober, wenn es sich vorgezogen wird. Nach dem 3-Jährigen kommt Thales und dann Vegeta, wie gesagt. Jetzt haben wir... Oh, okay, jetzt bekommen wir zwei nette Stacks auf Goku Black. LR, wohlgemerkt. Und... Ich glaube, die Runde sollte das erledigen. Ja, ich bin da gut. Ja, doch, die sollte das erledigen. Let's go. Dann sind wir bei 15 Minuten circa, 15, 16 Minuten, haben noch... Boah, wir haben ja noch zwei Gegner. Was? Doch, ich glaube. Oder? Ja. Oh Mann, ey. Warum dauert das so lang, Mann? Ich wollte nicht über die 20 Minuten. Warum dauert das so lang? Legit komisch. Ja, also die Events an sich gehen schon lang. Ich brauch mir da eigentlich nichts einzureden. Die Events an sich gehen schon lang. Oh Mann, ey. Legit, oh Mann, ey. Ich glaube, Angel Gold 3 sollte mir schnell... Ich versuch mal schnell zu machen, okay? Ein bisschen zu konzentrieren. Ich glaube, Angel Gold 3 sollte mir schnell rausbekommen. Ah, super Video Solo, so wegen Fierce Battle. Okay, komm schon. 20 Minuten. Vielleicht... Ah, ich weiß nicht. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Kevlar, eskalieren. Wir haben halt auch viele Additional Tags, Konto und so, das sind auch ein bisschen Zeit weg. Aber gut. Es geht ja um... Oh, nice Crit. Es geht ja eigentlich um nichts. Das ist einfach nur für mich persönlich. Wäre cool. Schauen wir mal, wie gesagt, was hier abgeht. Kommen Sie, bitte. Schnell, lassen Sie mich klicken. Klicken Sie. Miau. Miau. Ihr hört schon den Maus, meine Maus eskaliert hier. Bin auch immer noch auf dem Nox Player unterwegs. Kommt sie. Machen Crit, Additional Ulti, irgendwas, eskaliere auch ohne Stack. Crit. Dankeschön. Additional, hope. Dankeschön. Rosé, jetzt. Klar, das ist auch übertrieben geil. Strength Rosé. Ah, oh, leider kein Crit. Hatte Level 5 Crit, also ja. Ja. Yeah. Ja, Jess wird ihn rausnehmen, okay. Komm mit sie. Bidi. Ja, kommt auch nicht, wenn es klickt. Aber er ist raus. Wir kommen zum nächsten. Zwei Routen haben wir noch. Haben wir Kevlar drin? Wenn ja, Typenvorteil, dann nehmen wir ihn raus. Yes, my lady Kevlar, my girl. My girl ain't trippin'. Lego. Wir wollen die Ultis. Yes, Kevlar, komm schon. MVP Kevlar, habe ich gesagt. Jetzt musst du auch zeigen, dass du ein MVP bist. Komm schon, Kevlar. Okay, nice. Deutsch hat sie drauf. Auf wie viel? Nein, wir kommen nicht mal auf eine Million. Wir haben wenig Orbs eingesammelt. Komm schon, Crit irgendwas. Crit? Mann! Kevlar! Okay, Ulti, immerhin Edition Ulti, nice. Wenn wir eine dritte Edition Ulti bekommen könnten, würden, Darling, bitte. Oh, ja, bitte! The Dreams. Ah, schade, wer noch eine Edition Ulti hätte, ihn alleine rausgenommen. Schade. Schade, Mann, das hätte ich gern gesehen. Das hätte ich echt gerne gesehen. Miau! 2 Millionen, der nimmt ja mal hier raus. Let's go. Und dann kommen wir zu Freezer und dann. Super Video sollten wir schnell rausnehmen eigentlich. Ich denke am schnellsten von allen, weil wir da fürs Battle haben, den Link Skill. Komm schon, let's go. Hier haben wir. Oh, wir haben hier nicht so eine gute Konstellation, glaube ich. Nee, nicht wirklich. Miau. Naja, ich glaube, der hat gut Stacks auf jeden Fall. So ist nicht. Gut Stacks hat er, ja, hat er, sollte haben. Oder ich glaube nur 2 oder 3, keine Ahnung. Crit, komm schon. Ein Dupe haben sie. Sie haben ein Dupe. Ja, unser Dupe-System ist auf jeden Fall nicht auf unserer Seite heute. Okay, aber ansonsten. Ich kann mich echt beschweren, das Team. Guck mal, wir kommen ohne Items aus. Wir haben dauernd Full Life. Es ist halt 1A. 20 Minuten, dass wir es in 20 Minuten geschafft hätten, wäre cool, aber das schafft man leider nicht mehr. Mann!
Mann, regt mich auf, weil ich glaube, es ist echt machbar, unter 20 Minuten das zu schaffen, das alles mit dem Team vor allem. Egal, was soll's. Naja, wir sind ja ohne Items. Mit Items sollten wir vielleicht unter 20 Minuten kommen. Ich frage euch warum. Wenn wir da zum Beispiel Ghost Ash aktivieren, dann haben wir keine Animation und so. Oh Mann, ihr merkt schon, es tut mir schon weh, dass ich die 20 Minuten da nicht geschafft habe. Egal, was soll's. Dann überlassen wir das alles mal hier. Kefler, Magier, Kefler, jetzt hat sie sehr viele gute Orbs. Oh mein goodness, sie hat sehr viele gute Orbs. Ja, hat sie. Wird auch... Oh, Dukamot. Ja, Kefler, jetzt. Komm, jetzt wollen wir eine Eskalation von dir sehen. Jetzt wollen wir eine Eskalation von dir sehen. Ja, Schaden bekommst du auch sehr wenig. Pro Orb bekommst du ja. Also, den sie einsammelt, egal welcher Orb. Attack und Death 12%. So, jetzt bin ich gespannt auf Keflers Schaden. Jetzt muss ich auf alles treffen. Miau, Sharingan. Nice, 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 nice. Komm mit sie, komm mit sie. Ja, ihr merkt schon, auf dem Noxplay ist ein bisschen langsam. Du kommst. Keiner weiß warum. Aber Kefler. Jetzt. Oh mein Gott. Die Bienenkönigin ist wiedergekommen. Egal. Stör uns nicht. Also. Nice. Alles mit ihr, komm jetzt. Jetzt kommen wir zu der letzten Stage. Ihr merkt schon, nur Item Challenge ist auf jeden Fall machbar. Wenn ich jetzt verliere, dann stimmt was nicht mit der Welt. Soll ich auf jeden Fall noch schaffen. Aber leider haben wir die 20 Minuten nicht geschafft. Okay. Beruhigen Sie sich, Ozaru. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Danke für die Ulti. GG. GG! GG. Das ist ja, by the way, Kakarot, so wie er droppt, wenn er zum LS Super Saiyan 3 Goku wird. Ist ja aber nicht vom Tech-Type, sondern vom Super Strength-Type. Ist halt ein Boss, sag ich mal, auf der Stage. Das kann man schon so machen. Also wundert euch da nicht, falls sich da mal einer gewundert hat. Genau. Nice, siehst du, seht ihr? Eine Runde haben wir auf jeden Fall drin, in den letzten Runden wird es halt schwerer, weil die da halt tanky sind, viel Leben haben, aber ansonsten sollten wir das solide schaffen. Kefler, my girl. So, heißt danach kämpfen wir gegen... Kämpfen wir direkt gegen physisch Super Vegito oder kommt... Nee, ja, tun wir aber dann zwei, jeweils zwei Runden lang, okay. Aber mit Fierce Battle haben wir auf jeden Fall. Ah, apropos Fierce Battle. Kefla und LVG Blue haben ja kein Fierce Battle. Heißt, ich hätte vielleicht. Ja, es ändern sollen, die Rotation, aber macht nichts. Ich glaube, das sollten die schon trotzdem hinkriegen. Vor allem, weil LVG Blue Typenvorteil hat. Ja, gucken wir mal. Hau den nicht zur Seite, komm. Zack. Ich habe irgendwas Smoky. Vielleicht merkt ihr es. Ich spiele da die ganze Zeit rum. Was? Kein Crit. Müll. Oh Mann, jetzt werden wir quasi noch eine Runde mit ihm verplempern. Rage. It is the rage in me. Yes, it is. Langsam werde ich auch ungeduldig. Weil es sich jetzt langsam zieht. Es sollte sich nicht so ziehen. Wir haben einfach kein Glück. Typsystem ist halt weit und breit entfernt, sich hier zu aktivieren. Jetzt haben wir nur Schaden hier schon mal. Korrekt, nehmen wir auf jeden Fall mit an und... Ich bin ehrlich, ich werde hier zu kochenden Ente. Es ist so warm, es ist so warm, es ist so warm. Im Wachbundzimmer, deswegen würde ich auch das gerne schnell hinter mich bringen. Bitte, danke, ja. Wenn sie dann mit kein Problem hätten, meine Herren. Du. Oh mein goodness. Wir kriegen auch keine Orbs, gar nichts. Oh Mann, es zieht sich einfach noch, es zieht sich einfach noch. Komm schon! Noch Item Challenge ist schon längst geschafft. Jetzt sollen wir es einfach nur schnell hinter uns bringen. Boah, der macht doch so gut Schaden, auch ohne Fierce Battle. Lecko mio. Ja, ist das der Levi to Blue, ne? Soll man auf gar keinen Fall unterschätzen. So wie ich jetzt. Kefler, bitte spin the Beyblades. Machen sie Schaden, machen sie Crits. Wo sind die Crits? Sie hat 30%ige Chance zu critten, ne? Und sie kam legit so wenig vor. Edition Ulti ist immer dabei, finde ich cool. Da sind die Krits, Halleluja. Und?
Noch eine Edition und jetzt sagt sie, halt's Maul, Uzaru, hier hast du jetzt dein Dupe-System, Dupe-System. Dankeschön. Dankeschön, my wife. Dankeschön. Thanks. Jetzt kommen wir aber zum Ende. Finally. Elegoku Black brettet den jetzt zur Seite. Sorry, aber ist vorbei mit dir. Du bist sowas von RIP. Ist vorbei. One shot. As one shot. Sofern er alle seine Dupes hat, one shot. Ihr glaubt mir nicht, vertraut mir. Fierce Battle, Ultra Super Attack. 500.000 Attack jetzt. Ich glaube, der hat alle seine Stacks. Wenn sich noch Crit aktiviert, töten wir ihn. 3 Millionen. Leute, 3 Millionen hat der auf dem Zeiger. Mit Fierce Battle ist... Genau das, Alter. Knapp 6 Millionen Schaden mit einem Crit. Raus mit uns, 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 raus mit uns. Bitte, 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 schnell, schnell. Ah, das ist locker über 3. Das ist locker über 20 Minuten. Leider. War das... Aber ich weiß nicht, wie meine Bestzeit war. Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe das Event, glaube ich... Wir haben das damals ohne Protagonist-Charaktere gemacht. Wenn da meine Zeit besser war. Ich glaube, wir haben es mit dem Shadow Drank. Nee, war sie nicht. Davor hatten wir 29 Minuten. Okay, perfekt, Freunde. So viel zu No Items Challenge. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir haben es geschafft. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.